Ich darf Sie auch heute wieder ganz herzlich zu unseren Kurzmeldungen begrüßen. In Mecklenburg-Vorpommern können Strafanzeigen nun auch digital über die sogenannte Online-Wache der Polizei aufgegeben werden. Ziel sei es, Betroffenen von Diebstahl, Betrug, Sachbeschädigung, Hass im Netz und anderen Straftaten schnell und sicher eine digitale Anzeigenerstattung zu ermöglichen. In den kommenden Wochen soll das Angebot noch um die einfache Sprache im Sinne der Barrierefreiheit erweitert werden. Postbeschäftigte in Teilen Mecklenburg-Vorpommerns haben am Montag im Tarifkonflikt mit der Deutschen Post erneut die Arbeit niedergelegt. Rund 1,3 Millionen Postsendungen im Norden blieb an diesem Tag unbearbeitet, teilte die Gewerkschaft Verdi mit. Für die rund 160.000 Tarifbeschäftigten verlangte die Gewerkschaft 15% mehr Geld bei einer Vertragslaufzeit von einem Jahr. Der Postvorstand lehnte die Forderung als unrealistisch ab. Am vergangenen Wochenende kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Rostock zu 3 Schmierereidelikten. Zum einen wurde in Parchim in der Nacht vom 4. auf den 5. Februar auf dem Betriebshof der ODEC ein dort abgestellter Triebwagen neben 2 großflächigen Pieces mit den Schriftzügen Südbahn erhalten und Verkehrswende jetzt auf einer Gesamtfläche von mehr als 30 Quadratmetern beschmiert. Die Tat kann auf den Zeitraum von 23 Uhr bis 14 Uhr beschränkt werden. Zudem kam es im Wismarer Bahnhof auf 6 Quadratmetern an einem Waggon eines Triebfahrzeuges ebenfalls zu einer Besprühung. In diesem Fall lässt sich die Tatzeit zwischen dem 5. Februar 23 Uhr und dem 6. Februar 15 Uhr eingrenzen. Und ebenfalls zu guter Letzt wurde in der Nacht vom 4. auf den 5. Februar in der Abstellanlage Schwerin ein dort abgestellter Wagenpark der Deutschen Bahn beschmiert. Auch eine Gesamtgröße von 38 Quadratmetern. In allen 3 Fällen gibt es derzeit keine Hinweise zu möglichen Tätern. In dem Zusammenhang bittet die Bundespolizei um Mithilfe der Bevölkerung. Ich wünsche Ihnen noch viel Vergnügen im weiteren Programm, liebe Zuschauer.